Hallo Leute, mein Name ist Martin Grow und herzlich willkommen zu der Review zu WWEs Hell in a Cell. Die Kickoff-Show begann natürlich wieder mit viel Gequassel, viel Trailer, die wir später auch nochmal sehen. Ein Zwischensegment mit Daniel Bryan und Ty Dillinger, wo bestätigt wurde, dass der gute Ty auch noch mit ins US-Titelmatch rutscht. Und ansonsten gab es noch eine Fragerunde mit Charlotte und Baron Corbin, der sich darüber aufgeregt hat, dass Ty im Match ist. Naja. Also das übliche Kickoff-Gemache und ansonsten gab es natürlich noch das Match zwischen Chad Gable und Shelton Benjamin gegen die Hype Bros. Und an sich kein Match, was jetzt großartig heraussticht. Auch Shelton Benjamin hat jetzt nichts Großes gezeigt, eher Standardkram. Und die Hype Bros haben sich zwar kurz, naja, nicht ganz so gut verstanden, aber jetzt so ein richtiger krasser Split oder dass irgendwie einer schuld ist, dass das Match jetzt verloren wurde von den Hype Bros, gab es also auch nicht. Chad Gable und Shelton Benjamin, ja, gewinnen und ja, irgendwie das Match war ein bisschen bedeutungslos. Also da hätte man vielleicht mehr Fokus auf diese Hype Bros Trennungsgeschichte ziehen sollen. So war es. Naja, okay. Dann gab es das erste Match in der eigentlichen Show um den SmackDown Tag Team Titel, The Usos gegen New Day im Hell in a Cell. Und eigentlich dachte ich, dass Xavier Woods draußen wartet, aber das war wohl nicht so. Kofi Kingston war nämlich derjenige, der nicht Teil des Matches wurde, wurde auch eigentlich ausgesperrt aus diesem Käfig und hatte so gut wie gar keine Möglichkeit irgendwie einzugreifen. Dennoch war dieses Match natürlich, wie zu erwarten, absolute Klasse. Großartiges Ding, sehr innovativ, man hat viel mit diesen Kendo-Sticks gearbeitet, man hat sogar einen der Usos am Käfig, an der Ecke, mit Kendo-Sticks irgendwie versucht einzubinden oder so. Es wurde mit Handschellen gearbeitet und mit allem möglichen Kram, es gab viele Dive-Spots, es war zwar sehr chaotisch, aber es war die ganze Zeit Action. Es ging auch ziemlich lange. Und die haben die ganze Zeit durchgepumpt, durchgearbeitet. Also war ziemlich krass. Gerade als Opener der eigentlichen Show war das ziemlich Hammer. Also ja, da hatte das zweite Match es dann ein bisschen schwer, nachdem das Tag Team Match die Crowd so gehypt hat. Naja, und dann, überraschend, neue Tag Team Champions. Die Usos haben den Titel wieder bekommen. Also haben wir auch hier wieder diese Hin- und Her-Wechslerei von einem Championship. Ich weiß nicht, warum die WWE das zurzeit so lustig findet. Aber irgendwie macht das für mich nicht so wirklich viel Sinn. Denn, weiß ich nicht, das, ach, keine Ahnung, das hätte man, man hat doch Zeit. Ist doch nicht so, dass die ganzen Leute hier übel alt sind und man nicht mehr so viel Zeit hat, dass New Day eine ziemlich hohe Anzahl an Tag Team Titelregentschaften hat. Sondern die haben doch noch viele Jahre an Möglichkeiten. Also chillt doch mal ein bisschen. Naja, sauer aufgrund des Titelwechsels war aber halt aufgrund des supergeilen Matches sowieso keiner, denn es war einfach krass, es war geil, es war super, es da war alles drin, was man ja Hardcore-mäßig rein hätte bringen können und ja, war gut, fand ich geil. Dann gab es Randy Orton gegen Rusev und genau das ist ja auch das Ding, was ich gemeint habe, dass das Match danach es echt schwer hatte. Und so war es hier auch. Irgendwie war das echt schwerfällig. Die Crowd war nicht komplett dabei. Irgendwie, weiß ich nicht. Auch ich habe beim Zugucken gemerkt, irgendwie huckt mich das Match so gut wie gar nicht. Obwohl die gute Arbeit geleistet haben. Da kannst du nichts gegen sagen. Das Problem ist halt auch aber irgendwie der Ausgang. Denn Randy Orton gewinnt das Ding. Warum? Randy Orton braucht diesen Sieg nicht. Was bedeutet das für ihn? Rutscht er jetzt hoch ins Titelpicture? Schon wieder? Warum? Macht keinen Sinn. Ja, fand ich eigenartig. Also der Ausgang, der war eigenartig. Aiden English hat sich hier nicht eingemischt, das war ganz gut. Also Orton ist zwar cool, aber wie gesagt, Rusev hätte den Sieg hier auf jeden Fall ein bisschen mehr gebracht. Deswegen war es einfach eigenartig. Dann gab es das United States Triple Threat Match, was es ja denn geworden ist, mit Ty Dillinger, Baron Corbin und AJ Styles. Und das Match hat es hier wieder ein bisschen geschafft, die Crowd zurückzuholen. Aber man hat hier auch schon mitbekommen, dass man versucht, Baron Corbin nicht alles machen zu lassen. Weil irgendwie immer, wenn Baron Corbin am Drücker war, war es ziemlich langweilig. Und irgendwie, naja, Baron Corbin halt. Da ist zwar eigentlich eine Menge drin, aber irgendwie, weiß nicht, Corbin zündet bei mir noch nicht so richtig. AJ Styles hingegen schon, er hat wieder alles gegeben, er hat alles gezeigt, was drin ist. Und auch hier wieder, Überraschung, Baron Corbin
geht mit dem Titel nach Hause. Allerdings ja auch wieder ein bisschen unfair, denn es gab den Phenomenal Forearm von AJ Styles gegen Ty Dillinger. Baron Corbin kam rein, hat AJ Styles rausgetreten und hat dann gepinnt. Also es war schon mal nicht aus eigener Kraft, dass er hier Champion geworden ist, was halt immer schade ist. Aber er hat einen Titel. Also das war halt ein schlechter Sieg, aber er hat nun mal jetzt einen Titel. Und Titel ist Titel. Naja, Ty Dillinger hätte ich sie auch gegönnt, einfach nur für die Überraschung. Aber ja, ich hoffe, dass der Titel relativ schnell wieder zu AJ Styles wechselt, weil, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von den US Open Challenges. Und wenn AJ damit weitermacht, bin ich da voll dabei. Aber hier ist es jetzt so ein bisschen, naja, wieder Überraschung. Und ja, irgendwie könnte man sich dann schon so ein bisschen denken, was vielleicht später noch passiert. Weiter ging es dann mit dem SmackDown Women's Championship Match zwischen Natalya und Charlotte. Und das Match auch irgendwie hat mich nicht so wirklich gehuckt. Es war sogar teilweise echt langweilig. Und das ist eher eigenartig, weil die beiden hatten schon mal richtig gute Matches. Und hier war es irgendwie so, keine Ahnung. Natalya hat ziemlich gut dominiert. Natalya ist auch immer wieder auf das Bein von Charlotte gegangen, was ja klug ist, weil Charlotte kann so nicht ihren Figure 8 ansetzen. Aber ja, auch für ihren Sharpshooter macht es wahrscheinlich Sinn, dass man aufs Bein geht. Aber es hat das Match wirklich irgendwie ein bisschen langatmig gemacht. Und ja, auch ein bisschen langweilig leider. Und langatmig ist sogar generell für den Pay-Per-View eine ziemlich interessante Geschichte, denn der hat überzogen und zwar ziemlich krass. Denn eigentlich geht ja so ein WWE-Pay-Per-View immer 3 Stunden. Und das Ding ging 3,5 Stunden, weil jedes Match, und das ist wieder positiv, auch wirklich so viel Zeit bekommen hat, so viel wie es gebraucht hat. Also hier beim Women's Title Match war es halt, wie gesagt, ein bisschen komisch, aber ansonsten fand ich es echt gut, dass man hier endlich auch mal Scheiß auf die Zeit. Wir haben das eigene Network. Es läuft auf dem eigenen Kanal. Es ist doch scheißegal, wie lange der Pay-Per-View läuft. Ist einfach so. Letztendlich nimmt sich Natalya einfach mal einen Stuhl und schlägt auf Charlotte ein, wo ich mir auch so dachte, warum? So schlecht war es jetzt eigentlich nicht. Also, du hättest gewinnen können. Normal, so, ne? Also, naja. Auf jeden Fall gab es dann die DQ-Sieg für Charlotte und dann war es das hier. Kein Cash-In, weil benötigt es ja nicht, da Natalya als Champion ja weiterhin Champion ist und ja auch noch stand und der ging es ja noch gut. Also von daher, ja, gab es kein Carmella-Cash-In, was ja auch alles gut ist und ja, naja, war in Ordnung, sagen wir so. Dann gab es von Breezango The Return of the Fashion Files und es scheint so, als hätten sie einen neuen Fall, den es zu klären gibt. Außerdem wurde, als dann das erste Bild von Fashion Files eingeblendet wurde, ist die Crowd übelst ausgerastet. Also, die feiern das ziemlich. Ich feiere das auch, ich finde das ziemlich lustig. Auch wenn es irgendwie, ja, alles ein bisschen dumm ist, natürlich. Aber irgendwie hat es was. Ich freue mich, dass sie auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, da geht's am Dienstag bei SmackDown weiter. Finde ich gut. Und dann gab es das WWE-Titelmatch und hier wurde ich mal wieder maßlos enttäuscht. Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal. Und obwohl zwischendurch die Singh Brothers nicht nur da waren, sondern auch ziemlich genervt haben, wurden die sogar vom Ring verbannt. Was ich sehr gut finde, weil jetzt muss Jinder dann auch mal selbst zeigen, dass er es drauf hat. Und leider hier aber, das Match war halt nicht so brillant. Das ist halt irgendwie immer Jinder. Weiß ich nicht. Ich finde die Matches von Jinder nicht so gut, wie sie eigentlich sein müssten als WWE-Champion. Shinsuke natürlich, ja, over wie Sau, aber auch hier leider nicht mit Titelsieg, denn Jinder gewinnt zum Schluss und das sogar relativ clean. Also, ja, Jinder sollte wohl hier beweisen, dass er auch alleine Champion sein kann, ohne Hilfe. Aber es war halt wieder so, okay. Dann hat Shinsuke also zum zweiten Mal es nicht geschafft, den Titel zu kriegen. Dann müsste jetzt eigentlich mal jemand Neues nachrücken ins WWE-Titelpicture. Und wer soll das sein? Jetzt Randy Orton durch den Sieg? Oder vielleicht Bobby Roode? Denn bei Bobby Roode gegen Dolph Ziggler, was dann noch nach diesem Match kam, ging es natürlich heiß her. Schönes Match. Obwohl einige Moves nicht ganz perfekt ausgeführt waren, war es trotzdem aufgrund der guten Story eine ziemlich coole Sache. Bobby Roode kam auch mit seinem üblich coolen Entrance raus. Und Dolph Ziggler hat erstmal dafür gesorgt, dass seine Musik gestoppt wird. Alle LED-Anzeigen, alles war aus und er ist ganz normal zum Ring gekommen. Ohne irgendeinen großartigen Entrance, einfach reingegangen.
um hier auch nochmal zu zeigen, dass es keinen großen Entrance bedarf, um ein super Wrestler zu sein. Deswegen, ich finde die Story ziemlich cool zwischen den beiden und das passt halt auch alles. Und Bobby Roode gewinnt zum Schluss in einem guten Match. Ich hätte mir zwar ein bisschen mehr erwartet, aber wahrscheinlich durften sie nicht alles zeigen, weil da kam ja dann noch einiges an dem Abend. Deswegen war das auf jeden Fall in Ordnung und wenn Bobby Roode jetzt in Richtung Titel geht, würde ich das feiern, obwohl ich noch ein paar Matches der beiden auch ganz gut finden würde. Mal schauen. Und dann haben wir zum Schluss noch Kevin Owens gegen Shane McMahon im Hell in a Cell Falls Count Anywhere Match und die haben alles gegeben, alles gezeigt. Die waren der Grund, warum es einfach so lang ging, dieser ganze Pay-Per-View, weil die so ein langes Match hatten und ja, also die haben echt kranken Scheiß gezeigt. Erstmal, bevor überhaupt Kevin Owens im Hell in a Cell war, ist schon Shane raus und die haben sich sofort auch draußen geprügelt, dann ging es nachher rein, die Tür wurde geschlossen, drin ging es dann natürlich auch ab mit Tischen, mit allem, was da so dazugehört, mit einer Tonne, es gab wieder ein Coast to Coast von Shane, es war alles ziemlich kranker Stuff und man hat aber hier schon gemerkt, dass Shane auf jeden Fall konditionsmäßig nicht mit Kevin Owens mithalten kann. Obwohl Kevin Owens so dick ist, hat er einfach fucking gute Kondition. Weil der hat in der Woche 3-4 Matches und natürlich hast du den gute Kondition. Aber ein Shane, der 2 Matches im Jahr hat, naja, also dann fehlt es wahrscheinlich irgendwann oder hat sich zu wenig darauf vorbereitet, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ganz schön gepumpt und man hat es auch zwischendurch immer wieder gemerkt, dass es immer bei ihm langsamer wurde. Er lag auch einmal am Boden und hat auch gesagt, also man hat es auch über die Mikrofone gehört, dass er auf jeden Fall erstmal durchatmen muss. Also, ich finde Shane cool und die Spots, die hier wieder gezeigt wurden, waren abartig. Also entweder sollte er sich besser auf Matches vorbereiten, gerade wenn die so lang sind, oder man sollte es eher lassen, Shane McMahon in Matches zu stecken, weil wenn da irgendwann das Herz nicht mehr mitspielt, dann bringt es auch nichts. Auf jeden Fall gingen die dann alle raus, dann haben sich draußen noch weiter geprügelt, dann ging es natürlich auf den Käfig, oben ging es auch völlig ab, weil es so viele Moves auf dem Käfigdach gab, sodass immer wieder nach jedem Move die Leute gedacht haben, okay, jetzt bricht das Ding oben durch und jemand fliegt durch den Käfig in den Ring. Ist zwar nicht passiert, aber es war trotzdem immer eine Riesenspannung, egal welcher Move jetzt kam. Es war ziemlich geil aufgebaut. Und dann nachher sind sie beide wieder runtergekrabbelt und dann gab es durch das erste Kommentatorenpult, zwar nicht ganz vom Käfig, aber von dem obersten Bereich, ist Kevin Owens dann runtergefallen, also der erste Tisch war dann schon mal weg. Dann hat sich das natürlich so gedreht, dass Shane McMahon draußen wieder weiter attackieren konnte, hat dann Kevin Owens bereitgelegt, ist dann wieder auf den Käfig geklettert und wollte wieder den Dive von oben zeigen, schön den Elbow und auf einmal ist aber auch wieder sehr überraschend, was ich ja immer gut finde, Sami Zayn aufgetaucht und hat seinem ehemaligen Kumpel, die sich jahrelang geprügelt haben danach, hat er geholfen, vom Tisch rechtzeitig aufzustehen, dass Shane durch das Ding fliegt und alle so, what the fuck? Also ich habe schon gedacht, Alter, warum ist Sami Zayn generell nicht bei diesem Pay-Per-View? Jetzt wissen wir warum, aber Sami Zayn Heel-Turn? Er war scheinbar auch sehr überrascht darüber, dass er jetzt hier geturnt ist. Also da bin ich echt auf SmackDown gespannt. Die haben hier die nächste SmackDown-Episode extremst gehypt. Fand ich also ziemlich cool. Ja, und dann lag Shane halt am Boden. Kevin Owens war auch völlig fertig. Und dann hat Sami Zayn noch Kevin auf Shane geschmissen, sodass der 3-Count noch kam. Und Kevin Owens gewinnt dieses Match mit der Unterstützung von Sami Zayn. Okay. Es ist krass. Ich finde zwar Sami Zayn als Heel ein bisschen eigenartig, aber ich bin offen für alles. Ja, Freunde, und so endet die Veranstaltung. Und ja, ziemlich krass, ziemlich cool, viele Überraschungen, obwohl manchmal an falscher Stelle, muss man sagen. Aber trotzdem geiles Ding gewesen, muss man sagen. Ansonsten schreib mir gerne mal deine Meinung zu dem ganzen Teil in die Kommentare. Check auch noch alle Links in der Videobeschreibung aus. Gib dem Video noch einen Daumen nach oben und vergiss nicht, diesen Kanal hier kostenlos zu abonnieren. Ansonsten check noch meinen Twitch-Kanal aus, auch dazu ist der Link in der Videobeschreibung. Und dann war's das erstmal mit dem Video für heute. Wir sehen uns morgen zur Raw Review und haut rein bis zum nächsten Mal und ciao!